Ich denke, der große Vorteil war, dass ich einfach in dieser Firma schon 4 Jahre gearbeitet habe und da auch schon als Geschäftsführerin gearbeitet habe. Und das war der große Vorteil, weil der Unterschied dann zur Inhaberin ist ja, dass ich dann noch darüber entscheide, was wir mit dem Gewinn machen. Aber alle anderen Entscheidungen im täglichen, im operativen Geschäft etc. trifft ja der Geschäftsführer. Das heißt, ich habe das ja schon 4 Jahre lang praktiziert. Und hatte ja 4 Jahre lang da jemanden an meiner Seite. Und dann war das für mich so, oh, ich bin dann alleine. Also für mich war es nicht so, oh, ich bin dann Inhaberin, sondern oh, was ist, wenn Hans weg ist? Da hat mir eben dieser Beratervertrag sehr geholfen und dann ein sehr gutes Netzwerk. Ich bin bei den Wirtschaftsjunioren als Mitglied und war dann auch Kreissprecherin. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Das ist gerade für junge Führungskräfte oder Unternehmer ein ganz tolles Netzwerk. Gibt natürlich ganz viele andere, also jeder muss da seines finden, aber ein wertvolles Business-Netzwerk ist da ganz hilfreich.